Wir brauchen, ich verrate es jetzt schon mal, wir brauchen den Hamster, welchen wir in der Gegenwart haben. Problem ist, wir bekommen den Hamster nicht in die Zeitkapsel runtergeschlürft. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Genau. Das geht eben nicht. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und zwar werden wir jetzt... Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Und zwar hier ist übrigens derselbe Automat, ne, wie Laverne es gerade gesagt hat. Wir können nämlich den Hamster in die Zukunft bringen, indem wir ihn einfrieren in der Gefriertruhe. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Ja, kein Ding. Kein Ding. So, und das ist natürlich ein sehr wissenschaftlich korrektes Point-and-Click. Deswegen friert jetzt der Hamster sofort ein. Er wird schockgefroren und wird jetzt im Kälteschlaf die 200 Jahre unbeschadet überleben. Zumindest für unsere Zwecke unbeschadet überleben. Wir gehen mal gleich nach oben und wie ihr sehen könnt, ist hier die Eistruhe. Und wir schauen mal, ob was in der Eistruhe ist. Ich kann nicht. Du sollst. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Jetzt können wir ihn sehen und nehmen ihn auch mal gleich. Gut. Wir haben einen Hamster, welcher tiefgefroren ist. Das heißt, wir tauen ihn auf und wir haben natürlich in der Vergangenheit schon einiges an Erfahrungen sammeln können mit Hamstern und Mikrowellen. Wir übertreiben es diesmal nicht. Wir machen nur so lange, wie es für den Hamster gut ist. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Nee, nee. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Na klar, das ist ein Reanimator. Oh oh. Mädchen, lass ihn raus. Lass ihn raus. Mädchen! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Ja. Also macht es nicht. Macht es nicht. Nein, Freunde, man tut keine Tiere in Mikrowellen. Da hat die Laverne recht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen nasskalten Hamster, welcher nicht wirklich Bock zu haben scheint, irgendwas zu tun. Das heißt, wir müssen dem erstmal ein wenig trocknen. Wir haben einen Trockner, aber ich sage euch gleich schon, den in den Trockner reinzumachen, ist nicht wirklich nett. Und außerdem fehlen uns noch ein paar Dinge. Das heißt, wir gehen erst einmal zu dem Bernard. Und wir brauchen erst einmal etwas, was wir außerhalb des Hauses finden. Und zwar als erstes, hi Ted übrigens. Ist hier eigentlich auch ein Briefkasten? Ne, der Briefkasten ist ja da, da bin ich doof. Öffnen wir den mal. Ist da schon was drin? Nein. Ist noch nichts drin. Schauen wir mal außerhalb des Hauses. Hier ist ein altes, dreckiges Auto und hier ist ein Mann mit einer Skimaske. Dabei sieht es jetzt hier nicht wirklich aus, als könnte man hier Ski fahren. Mal gucken, was der Gentleman möchte. Von uns oder dem Auto. Was, glaube ich, unseres sein müsste. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Ja. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Ah, macht Sinn, ja, ja. Ja. Nette Brechstange. Sehr nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Ja, sehe ich. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Guck mal, ich habe doch, glaube ich, Schlüssel im Inventar. Oh, gib her. Ja. Wo ist das bitte? Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Immer diese netten Männer. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Ja, ein Hausmeister zum Beispiel. Wir besitzen jetzt eine Brechstange. Und damit können wir zum einen
den Kaugummi hier lösen, den wir vorher noch nicht abbekommen haben, weil er festklebte. Guck mal, easy popeasy. Jetzt werden wir den Kaugummi einmal futtern, damit wir an die Münze rankommen. Stark. Haben damit eine weitere Münze. Ah, welches? Nein. Oh. Mach mal weg. Und hier ist ein Bonbonautomat, in dem sicherlich schon einige Münzstücke drin sind. Mal schauen, ob wir den knacken können. Natürlich können wir das, denn ich bin ein Experte, Freunde. Ja. Gut, das könnte jetzt ein wenig dauern. 1968. Mhm. 1974. Aha. Oh, 1977. Wow. Gut. Jetzt haben wir unendlich viele Münzen gefühlt. Beziehungsweise können wir sagen, wie viele das sind? Mal sehen. Das sind circa 876.650er. Naja, das geht ja noch. Auf jeden Fall liegt hier ja dieser adipöse Mann rum und hier ist ein Pulli. Diesen Pulli müssen wir bekommen. Und der Mann liegt auf einem Massagebett, welches mit dem Massagefinger-Zahlenschlitzgerät verbunden ist. Und wir schalten ihn einfach einmal an. Und wie ihr sehen könnt, der Mann ist ein wenig bewegt worden. Hat aber noch nicht gereicht, das heißt, wir brauchen einen zweiten. Und das reicht. Der Mann liegt auf dem Boden, aber er kriegt es gar nicht mit. Das heißt, wir nehmen uns jetzt diesen vollgesifften... Ich will ihn doch nicht auf... Ich will ihn noch nehmen. Bäh, tropfnass. Ja, der ist vollgeschwitzt. Hoffen wir, dass es nur Schweiß ist. Das heißt, den werden wir jetzt erst einmal präparieren. Und zwar gehen wir dafür in den Waschsalon. Wir haben hier den Trockner. Packen ihn dort rein und hier steht 25, glaube ich, Cent pro 30 Minuten. Und wir haben ja einige davon. Und mit diesen 8000 irgendwas können wir ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrhunderte, überdauern, überbrücken. Was auch immer. Wow. Gut. Das heißt, der ist jetzt am Trocknen. Und wir gehen einfach mal 200 Jahre in die Zukunft. Und wie ihr sehen könnt, ist der um einiges eingegangen. Der Pulli. Er ist sehr klein geworden. Und er ist trocken. Oh, süß. Ja, auch wie süß. Und wir benutzen den Pulli mit dem kalten Hamster. Das sollte ihn aufwärmen. Ja, schön. Jetzt ist dem Hamster geholfen. Das heißt, der Hamster kann doch jetzt für uns arbeiten, oder was? Achso, warum machen wir das? Das verrate ich euch. Und zwar ist das ja eine Strommaschine und wir brauchen Strom für unsere Zeitmaschine. Die müssen wir übrigens noch... Aua. Die müssen wir übrigens noch anschließen an unsere Zeitmaschine, die Strommaschine. Und jetzt ist das Drecksvieh doch im Mauseloch verschwunden. Und... Nicht mein Typ. Wie nicht dein Typ? Da kommen wir nicht so schnell ran. Nehmen wir mal die Radkappe mit. Ich glaube, die brauchen wir nicht, aber die haben wir halt jetzt. Ich schließe das mal kurz an. Benutze das mit dem Fenster, dann ist das schon mal so verlängert. Das heißt, das Kabel geht jetzt bis fast zur Zeitmaschine. Wir brauchen jetzt ein Gerät, womit wir etwas aus dem Mauseloch raus bekommen können. Und dafür brauchen wir einen Staubsauger. Wir sind hier in einem Keller, wo kein Staubsauger ist. Und Freunde, Bernhard hat doch eine These irgendwo mal eingesammelt. Und zwar hier. Lesen wir uns die nochmal durch. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen.
George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Okay. Das heißt, irgendein George, der Verkäufer ist, hat gesagt, jeder Ami braucht einen Staubsauger. Das heißt, wir schicken das jetzt zu Hoagie. Und Hoagie wird diesen Ideenvorschlag jetzt bei den drei Gründervätern abgeben, denn dort ist eine Ideenbox, eine Vorschlagbox. Und daher steht, die Idee ist von George, denken alle, das ist von George Washington. Und dann wird natürlich die Sache sicher umgesetzt. Gut. Oh, Hoagie macht es automatisch. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Das wäre nicht schlecht, ja. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Oh, George hat eine Idee, Freunde. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, warum nicht, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Okay. Richtig. Dann mach das mal. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Du wirst dich wundern, mein Vielleicht Freund. Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Zwinker. Hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Oh, klingt nicht schlecht, ne? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Mach das mal. Und was in der Verfassung steht, wird auch von treuen Amerikanern umgesetzt. So sei es Gesetz. Sehr, sehr stark. Was ist ein Staubsauger? Ja, das ist eine gute Frage. Und Freunde, wie soll ich das sagen, aber das hier eine Botschaft ist an mich, ich weiß es nicht. Gut, mit dem Staubsauger können wir jetzt den Hamster staubsaugen. Staubsaugieren. Du sollst damit nicht rumfechteln, du sollst an die Arbeit gehen. Sehr stark. Gut, dann öffne mal die Klappe und nimm einen Staubball. Einmal pusten und da ist der Hamster zurück. In alter Frische. Benutze staubig warmen Hamster. So, mein Freund, und jetzt machst du Strom. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Ja. Schön. Das heißt, wir müssen nur noch Laverne jetzt einen letzten Auftrag erledigen lassen. Unterdessen. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Okay. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen. Nerven aus Stahl. Därme wie Messing. Krass. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Da ist Böses im Busch. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Nein? Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Aha. Aber wer könnte zu einem solch teuflischen Plan überhaupt die Mittel haben, die durchzusetzen? Also ich halte das wirklich für Fake News und werde darauf nicht weiter eingehen. So, Verlängerungsschnur mit dem Stecker und damit läuft unsere Zeitmaschine. Gut, machen wir weiter mit Hoagie.
Und zwar werden wir jetzt die Essigflasche abgeben. Damit haben wir, meine ich, die letzte Zutat für die Superbatterie. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Und dann können wir hier auch weitermachen. Geh zurück, Sohn. Ich brauche Platz. So. Der braucht einiges. Aha, eine so lustige Sequenz. Okay. Stark. Stark, Red. Ein Wunder der Wissenschaft. Ja. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Nee, das ist Dwayne jetzt. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Nee, schon wieder die Briten. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Der Witz wird aber auch nicht alt, ne? Gut. Gut, wir haben jetzt eine Batterie. Schauen wir uns die mal an. Sie gehört mir. Die Poweranzeige steht auf 0. Genau. Die Poweranzeige steht auf der 0. Das müssen wir also ändern. Sie muss aufgeladen werden. Problem ist, das geht nicht so einfach. Wir brauchen Energie. Und jetzt reden wir mit Ben Franklin. So hieß er. Freunde, vor etlichen Parts. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sein werden. Hier, der Typ, der Zigarrenverkäufer, sieht natürlich so ein bisschen aus wie Ben Franklin. Benjamin Franklin. Ich kam einfach nicht auf seinen Namen. Jetzt wissen wir Bescheid. Reden wir mal mit ihm. Hallo. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Mhm. Spannend. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Oh. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Was machst denn da? Während wir uns unterhalten, versuche ich, die Kräfte des Himmels für mich zu gewinnen. Okay. Wenn es klappt, werde ich der mächtigste Mann der Erde sein. Mhm. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ich. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Stimmt, er hat recht, hat einen guten die Punkt. Die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Aha. Du bist verrückt, Ben. Ha! Das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht. Ja. Ben ist anscheinend ein richtig witziger. Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Mit Hilfe einer meiner neuesten Erfindungen. Mhm. Ich nenne sie den Frankocopter. Ah, ja, okay. Das ist ein Drachen, Ben. Die gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Ja. Oh, sicher als Spielzeuge. Aber dieser ist ein Brief an die Götter. Er lautet: Lieber Thor, nur ein Tropfen deines mächtigen Saftes in die Hand eines Genies wie mir könnte die Welt erleuchten. In Liebe, Ben. Hoffentlich hast du es in Schwedisch geschrieben. Oder der kamen Joke. Die Jungs aus Norwegen? Ich habe bildlich gesprochen. In Wahrheit warte ich nur darauf, dass ein Blitz meinen Drachen trifft. Mhm. Mein Junge, das könnte für dich leicht tödlich enden. Fehlt da nicht etwas Wesentliches? Der Schlüssel zu Entdeckungen ist Intellekt, mein Junge. Intellekt und Forschung. Nein, etwas wirklich Wichtiges. Du meinst, wie zum Beispiel, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder wie jetzt? Genau das. Das ist unwissenschaftlich. Braucht keinen Intellekt. Also, was willst du wirklich? Ah, okay. Ist da nicht so viel Sonne für einen Blitz? Ich weiß das.
Ich versuche nur ein bisschen weiterzumachen, bis wir einen Sturm bekommen. Mhm. Okay. Spannend. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Weiter so. Also Franklin sollte eigentlich wissen, beziehungsweise erahnen, dass die Elektrizität, wenn er sie schon angeblich entdecken will, irgendwo hingeleitet werden muss. Und das könnte eventuell problematisch sein, wenn dann der Blitz wirklich in seinen Drachen einschlägt. Wir müssen jetzt erst einmal ein Gewitter provozieren und das machen wir wie folgt. Und zwar gibt es ja die, ja, es ist ein Witz, es ist ein Sprichwort, es ist, ja, was weiß ich. Ach Gott, wir müssen gar nicht hierhin. Und zwar, wie nenne ich es denn jetzt? Ich nenne es einfach mal die Aussage, dass wenn man sein Auto oder irgendwas anderes gewaschen hat, dass es danach eh regnet. Das ist quasi der Joke ist, dass es danach überflüssig ist, das gemacht zu haben, weil der Regen, der wäscht alles sauber. Das heißt, wir müssen jetzt unser Auto waschen. Nicht. Du willst. Das Wasser ist jetzt seifig. Genau. Und weil es natürlich in der Vergangenheit noch keine Autos gibt, nehmen wir das, was einem Auto am nächsten kommt, und zwar einen Wagen. Und zwar diesem hier. So. Ah, er fängt schon an. Jetzt fangen wir an zu putzen. Dumm-di-dumm. Und natürlich sofort kommen die Gewitterwolken und es fängt an. Mit... Sieht nach einem großen Sturm aus. Es fängt an. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Genau. Haben wir diesen unglaublich witzigen Witz auch an der Stelle geklärt? Und Ben, was machst du? Hey, Ben. Oh, du bist es. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Boah. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Oder was für ein Arschloch. Kann man sich jetzt aussuchen? Wir werden ihm mal gleich hinterherlaufen, hier dem tollen, tollen Benjamin. Jetzt ist die Frage, war der im... Nee, da war Betsy. Dann war der im dritten Zimmer. Der braucht nämlich noch etwas. Hi. Keine Zeit. Er weiß noch nicht, was. Ich mache Geschichte. Genau. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Ja, du sollst es ja auch... Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Machen wir es so. Ich hab hier was für dich, Mister, Mister... Mister Superhirn? Gib schon genau. Her! Benjamin Superhirn. Hm, gehört das nicht jemandem? Nein. Ja, Red Edison. Aha. Ja, dann ist es perfekt, ne? Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen... Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Okay. Hm. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Gut, jetzt hat er den Mantel in einen Drachen geschnitten und jetzt können wir endlich den Drachen steigen lassen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Ja. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Oh, Boogie. Warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Ja, haben alles wir. Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Wir packen jetzt fix noch den jetzt. Dings daran und jetzt drücken wir. So, die Batterie ist jetzt am Himmel. Yippie! Und es geht ab, Leute, die Luzi. Es wird spannend. Oh. Er fliegt so seltsam. Ja, er ist ein bisschen schwerer als erwartet. Bleib komm. So. Ja, los, Ben. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Komm. Moment noch, Ben. Bleib so. Komm, er bricht aus. Nein. Und...
Jawohl! Renn um dein Leben! Stark. Sehr stark. Wir haben einen Blitz eingefangen. Na, das war interessant. Jau! Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Wir haben ihn. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Wir haben ihn. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Ja, das ist eine Anspielung an das Hoagie-Sandwich. Erfunden von niemand anderen als Benjamin Franklin. Gut. Wir haben jetzt eine aufgeladene Superbatterie. Und Freunde, was soll ich sagen? Damit haben wir auch die Vergangenheit abgeschlossen. Die Vergangenheit ist sozusagen Geschichte. Boah. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einen Diamanten besorgen. Und dafür müssen wir Geld bekommen. Wir haben ja schon letztens gehört, in dem Fernsehapparat, da war ja eine Show, wo ein Diamant verkauft wurde für 2 Millionen, glaube ich. Oder waren es Milliarden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Millionen. Milliarden wäre etwas übertrieben. Und rein theoretisch sollten die Edisons Millionäre sein. Aber wie wir ja schon in der ersten Folge herausgefunden haben... Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Besitzt er keinen Pfennig. Und von Edna, seiner Ehefrau, haben wir herausgefunden, dass irgendwie das Grauen für ihn in seinem Tresor wartet und dass, wenn er schlafwandelt, er immer wieder zu diesem Tresor hinrennt, ihn aufmacht, reinschaut, ausrastet und ihn wieder zuknallt. Das heißt, wir müssen ihn jetzt erst einmal von seinem starken Kaffee hier absetzen. Das heißt, wir geben ihn einfach mal entkoffeinierten. Und da Dr. Fred seit Jahren nicht mehr schläft, sollte ein wenig unnormaler Kaffee reichen, um ihn sofort in den Schlaf zu bringen. Das brauchte ich jetzt. Ja. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Okay. Er will jetzt den Vertrag unterschreiben. Was er aber nie schafft. Warum, werden wir noch, glaube ich, gleich sehen. Wir gehen jetzt erst einmal zum hier Rekordstudio. Wie ihr sehen könnt, dort ist schon der Edison. Besser nicht. Wie besser nicht? Natürlich. Besser nicht. Okay. Es wir ist nehmen kein Band im Gerät. Ach Gott. Ja, das ist natürlich sehr tragisch. Es ist kein Band im Gerät. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Es ist kein Band im Gerät. Okay, wir brauchen erstmal ein Band. Wo bekommen wir denn jetzt ein Band her? Nimm. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ach Gott, Freunde, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Warte mal, geh zum Monitor. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Igitt, er saugt Staubflocken an, wenn er einatmet. Okay. Jetzt bin ich gerade etwas fertig mit der Welt. Hier ist der Computer. An dem können wir übrigens den ersten Teil von Maniac Mansion spielen. Habe ich jetzt aber nicht vor.
Wo ist denn jetzt? Jetzt weiß ich gerade echt nicht weiter. Wir brauchen eine Kassette.